Hallöchen miteinander und willkommen hier auf der buddelbude.de. Eine Servervorstellung kann man jetzt nicht gerade sagen, einfach nur mal ein kleiner Gang durch die Welt, die es hier so gibt. Wir sehen uns hier gerade am Spawnpunkt, sehen dort mögliche Votes, sehen Westen, Norden, Süden, Osten und wie nennt man das da oben? Oben und da unten? Unten natürlich. Haha, wie sonst? So, Musik ab. Wir gucken mal. Mining-Welt wollen wir gar nicht erst rein. Sieht aber total schön aus, wie ihr seht. Oh hier, ich gehe nochmal ein Stück zurück. So, ich bin nämlich hier gerade rausgegangen und wir haben hier Beschleunigungsstraßen. Die lassen einen richtig rasen. Obwohl ich habe hier übrigens, Speed 2 ist das. Ich habe hier übrigens zusätzlich Pegasus-Stiefel an. Stiefel, oh, Stiefel-Etten. Einkaufszentrum ist im Süden ein riesiger, gigantischer Shop, der euch sämtliche Wünsche, die ihr jemals haben könntet, erfüllen kann. Natürlich mit Preistafeln, wie ihr sie vorher schon gekannt habt, von der Buddelbude. Ich werde jetzt hier auch nicht weiter durchlaufen. Ich gehe nochmal zurück, orientiere mich direkt am Spawn, damit ihr genau wisst, was ihr zum Anfang zu tun habt. So, ihr spawnt, ihr guckt euch um, geht als erstes normalerweise Richtung Blau, Richtung Norden, in die Mining-Welt. Und das geht dann hier rechts lang zur Mining-Welt, an diesem Skelett vorbei. Und ihr landet dort dann im Wild, Wild West. Where else, baby, can you do that kind of tricks? Okay, also hier im Wilden Westen landet ihr, könnt dann freudigerweise in alle Richtungen ausschwärmen, euch, ja, weiß nicht, einfach nur, wow, mein Gott, diese Pegasus-Stiefel, die sind ja verdammt schnell, einfach nur Spaß haben. So, ich renne jetzt einfach mal hier hoch, um einen kleinen Ausblick auf die Stadt zu haben. Naja, war ja schon falsch. Gut. Also in diese Richtung übrigens kommt ihr an eine oder auf eine waldige Ebene. Ja, waldige Gegend. Da könnt ihr ganz viel Holz holzen. Natürlich eins der Grundstoffe, die es überhaupt hier gibt. Ein sehr wichtiger sogar. Mit natürlich von dieser Minecraft-Version 1.7.5 neuen erhältlichen Baumfarmarten. Das wären die Akazienhölzer. Ich gebe jetzt mal Fullspeed. Achso, hier ist übrigens auch Richtung Netherportal. Ein sehr schönes Gebiet. Hier kann es ab und zu mal gefährlich werden. Vor allen Dingen, wenn ihr diesen Schafen da begegnet. Ich sag nur Blitzschaf. Hallo Blitzschaf. Aua, aua, aua. Da hat es mich schon erwischt. Jetzt aber nichts wie weg. Ich wollte es doch nur streicheln. Das war ja mal wieder klar. Gut, Blitzschaf. Lasst mich in Ruhe. Also ihr seht schon, hier wird es ein bisschen bewaldeter und freundlicher. Ich spawne dann nochmal hier rein und laufe zurück in die Hauptwelt. Auf der anderen Seite kommt übrigens auch zu einem Turm. Dort könnt ihr dann den Big Monster Boss Slime besiegen und bekommt dafür dann diese Pegasus-Stiefel. Wenn ihr wohlgemerkt gut genug seid. So, wir dackeln zurück zum Spawn. Hupsala, drehen uns dann einfach mal um. Da gibt es eine Buddelbank, hier wie man sieht auf dem Schild. Ich muss mal langsam gehen, eine Buddelbank. Da gehe ich jetzt gerade auch nicht rein. Und hier geht es einfach nur nach Osten. Und wir werden uns jetzt einfach nur nach Osten begeben. Einfach nur nach Osten. Und rasen mal durch diese Gegend. Uiuiuiui. Und gucken mal, was es im Osten gibt. Halt. Da gibt es was, da gibt es was. Ja, dann schaue ich mich doch einfach mal hier um, weil ich kann mich auch nicht mehr so genau daran erinnern. Zum Tutorial hier. Ah ja, sehr schön, aber da will ich ja nicht hin. Ich will jetzt einfach mal hier runter. An dieser Mühle vorbei. So, ab nach unten. Da oben geht es übrigens ganz weit hoch. Und jetzt nähern wir uns dem Stadtgebiet. Wir dabbeln jetzt mal ganz gemütlich hier rein. Zack, oh, Moment, ein Stück zurück, das ist der Norden. Zu den Grundstücken und Freebuild, natürlich, wir sehen hier jede Menge geile Häuser, wirklich zugegebenermaßen geile Häuser, nicht Walter Faber, Hallöchen. Schön gemacht, wirklich sehr schön gemacht. Augenblick bitte, ach doch, ich lasse die Musik, die lasse ich noch laufen. Ja,
noch da? Gezeichnet der Stuff? Wer auch immer das gemacht hat? Liebesgrotte im Keller. Ich guck da jetzt mal nicht rein. Ihr könnt da selber mal gucken, wenn ihr auf die Buddelbude kommt. Hier sind eine Menge fantastischer Häuser. Ihr seht da oben, da geht's zum Eventbereich, soweit ich noch weiß. Mit diesem richtig geilen Ballons. Die gab es schon damals bei der vorletzten Karte. Die habe ich ja geliebt. Wirklich geliebt. So, ich laufe jetzt einfach mal diese Richtung hier an diesen ganzen Plätzen vorbei. Da hinten auch nicht lang. Damit ihr seht, wo ich wohne. Ich wohne noch nicht so richtig. Es steht, glaube ich, auch überhaupt noch kein Bett. Ich habe allerhöchstens einen Nachbarn. Und der gute Nachbar, man sieht es hier, heißt Keksprojektor. Oh, es flackert ein bisschen. Es flackert. Das ist ein Special Effect, you know? Das ist ein super Special Effect. So, es flackert. Hier ist nämlich... Oh, die Naira. Guck mal hier. Huiuiui, da schwebt sie vor sich hin. Keine Ahnung, was sie macht. So, und hier, die Naira gehört übrigens zum absoluten Stuff. Server-Owner und alles Mögliche. Eine sehr liebe Person übrigens. Hier habe ich mir mein letztes kleines Grundstück gekauft und versuche hier alles Mögliche demnächst... Was? Sichern? Habe ich noch nicht gesichert? Oh, verdammt. Ich hatte doch... Augenblick. See private? Oh, nochmal. Zack, alles klar. Prima, ich habe gesichert. Siehste, sie passt nämlich auf, dass hier nichts falsch läuft und auch nichts geklaut wird. Gut, dann holze ich mal diese Teile hier ab. Guck nochmal rein. Alles drin, perfekt. Nichts fehlt. So. Und ja, das war eigentlich schon alles Wichtige hier auf der Buddelbude zu erzählen. Für den Anfang kommt einfach, joint uns. Hier sind immer viele tolle Leute drauf. Ich zeige euch mal kurz die Liste. Ihr seht, es sind viele dabei. Und das geht den ganzen Tag so. Also, wir sehen uns.